In diesem Video wiederholen wir die Definition von parallelen Vektoren sowie die Begriffe Richtung und Orientierung. Und im Anschluss daran machen wir Übungsbeispiele zu parallelen Vektoren. Wann sind zwei Vektoren parallel? Zwei Vektoren v und w sind genau dann parallel, wenn gilt, w ist gleich r mal v. Also w, unser Vektor w, ist ein Vielfaches vom Vektor v. W und v sind Vektoren und r ist eine Zahl, ein Skalar. Wir haben hier drei parallele Vektoren. Wann haben sie dieselbe Richtung? Vektoren haben immer dieselbe Richtung, sobald sie parallel sind. Wann haben sie die gleiche Orientierung? Wenn die Pfeilspitzen in dieselbe Richtung zeigen. Das heißt, wir können uns ergänzen, v und w sind parallel und haben dieselbe Richtung. Genau dann, wenn w ist gleich r mal v. Wir schauen zu unserem Beispiel am Übungsblatt. Die rechts dargestellten Vektoren haben alle die gleiche Richtung. Trage die passenden Zahlen in die Lücken ein. Unser erstes Signalwort, das wir hier lesen, ist haben die gleiche Richtung. Erinnere dich zurück, vorher habe ich gesagt, wenn Vektoren parallel sind, dann haben sie auch die gleiche Richtung. Das heißt, gleiche Richtung impliziert parallel. Wir wissen also schon mal, dass a und v im ersten Beispiel parallel sind. Wie kommen wir jetzt auf die Zahl? A ist gleich r mal v. Jetzt können wir die Koordinaten für A ablesen. Die sind 1, 2. Und die Koordinaten von V, 2 und 4. Im nächsten Schritt kannst du das zeilenweise anschreiben. Und dir überlegen, was du für R einsetzen musst. Es genügt, wenn du es in einer Zeile machst, aber damit du dir sicher bist, dass du dich nicht verrechnest, schau in beide Zeilen, weil es sollte dasselbe rauskommen, sonst wären sie ja nicht parallel. R ist gleich 2 Viertel, ist dasselbe wie ein halbes. Das heißt, wir haben unser erstes Ergebnis gefunden, nämlich a ist gleich ein halbes mal v. Bitte stoppe jetzt das Video und versuche die nächsten drei Vektoren selbst herauszufinden. Ich hoffe, du hast die Beispiele lösen können. Hier siehst du die Ergebnisse. A ist gleich ein halbes mal v, b ist gleich 3 halbe mal v, c ist gleich 2 mal v und d ist gleich minus 2 mal v. Und wenn du dir jetzt die Skizze nochmal anschaust, d ist gleich minus 2 mal v. Durch das Minus können wir darauf schließen, dass die Vektoren v und d eine unterschiedliche Orientierung haben. Und wenn du dir die beiden anschaust, es trifft auch tatsächlich zu, weil die Spitzen zeigen in unterschiedliche Richtungen. Dann schauen wir zum Unterpunkt B. Es gilt, v ist gleich 2, 4 und w ist gleich w1, 7. Berechne w1 so, dass v und w parallel sind. Wir haben vorher gesagt,
zwei Vektoren sind parallel, wenn gilt W ist gleich R mal V, dann können wir für W und V einsetzen. Wieder zeilenweise anschreiben. W1 ist gleich R mal 2. Und 7 ist gleich R mal 4. Aus der zweiten Zeile können wir schließen, dass R gleich 7 Viertel ist. Und jetzt brauchen wir das R nur in der ersten Zeile einzusetzen und wir bekommen unser W1. W1 ist dann 7 Viertel mal 2. Da können wir noch kürzen. Und wir kommen so auf 7 halbe. Das heißt, unser Vektor W ist 7 halbe und 7. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.